Es hat sich ein kleiner bis mittelgroßer Skandal ergeben, was diese bestimmte SSD betrifft. Viele sprechen vom berüchtigten Problemkind unter modernen SSDs, von einer halben Mogelpackung, doch unterm Strich hat die SSD, um die es heute geht, durchaus was drauf. Trotzdem will ich noch etwas genauer auf das Thema eingehen und welche Gründe sowohl als auch Auswirkungen dahinter stecken. Es geht um keine andere als die ADATA XPG SX8200 Pro M.2 NVMe SSD in ihrer 1TB Ausführung. Der Preis beträgt zum Zeitpunkt dieses Videos ca. 110 bis 130 Euro. Vor einigen Monaten hatte ich sogar die kleine Schwester davon hier auf meinem Tisch liegen, die sogenannte SX8100, ebenfalls mit 1TB. Es wird also spannend, wie die heutige SX8200 Pro nicht nur gegen bestimmte Konkurrenten, sondern auch gegen einer ihrer eigenen günstigeren Vertreter in Sachen Geschwindigkeit abschneidet. Doch auch das Thema Langlebigkeit und Lebensdauer generell will ich, wie so oft, auch kurz anschneiden, da mir persönlich dieses Thema sehr am Herzen liegt. Im Lieferumfang beinhaltet, ist wieder ein kleiner Kühlkörper. Für das feine Laufwerkchen sollte unser Mainboard über keinen M.2 Kühlkörper verfügen. Wie sieht denn die Theorie hinter der SX8200 Pro aus? Offensichtlich handelt es sich dabei um den 2280er Formfaktor und der M-Key-Schnittstelle. Angebunden wird die SSD per PCI Express 3.0 mit 4 Lanes, zählt mit maximal angegebenen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von jeweils bis zu 3500 und 3000 MB pro Sekunde zu einer der schnellsten Laufwerke auf PCI Express 3.0 X4 Basis. Angeboten werden Kapazitäten von 256 GB bis hinauf zu 2 TB. Interessant wird unter anderem die Angabe des zum Einsatz kommenden Controllers. ADATA vermeidet die offizielle Angabe des Controllers unter den technischen Daten. Das liegt daran, dass da in der Vergangenheit etwas geschummelt wurde. Je nach Bedarf bzw. Verfügbarkeit und Bauteilpreise wurde schnell mal auf einen etwas anderen Controller gesetzt. In meinem Fall jedoch ist es eindeutig der achtkanälige Silicon Motion SM2262 ENG, der tatsächlich ganz schön potent ist. Auf 3D-TLC NAND-Flash-Speicher wird vertraut und die TBW-Angabe des Herstellers liegt bei 1280 TB für das 1TB Modell. 5 Jahre Garantie sind hier drauf, die aber, wie so oft, Hand in Hand mit der TBW-Angabe bzw. der Überschreitung dieser läuft. Den Fokus will ich auf den TLC-Speicher lenken, den viele leider oft vernachlässigen und meinen, SSD und Geschwindigkeiten seien alles. Tatsächlich gibt es heutzutage im Consumer-Bereich nur mehr so richtig zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, und zwar zwischen TLC und QLC NAND. TLC speichert 3 Bits per Zelle ab, QLC hingegen gleich 4, was so viel heißt, dass mit QLC höhere Kapazitäten bei geringeren Kosten geboten werden kann. An sich ist QLC eine tolle Sache, solange man für länger andauernde, größere Schreibvorgänge ausreichenden guten SLC-Cache an Bord hat. Allerdings hält QLC spürbar weniger Schreibvorgänge aus als TLC oder gar MLC. Der King darunter ist sowieso SLC, darum kommt ein solcher NAND-Speicher auch für Caching zum Einsatz. Für Gaming mag QLC also eine feine Sache sein mit hohen Kapazitäten und attraktiven Preisen, doch wer tatsächlich noch ein Stück Mehrwert auf Performance, Ausdauer und Langlebigkeit legt, ist für Aufgabenbereiche wie Videobearbeitung etc. mit TLC auf jeden Fall besser aufgestellt. Selbstverständlich erwartet man sich hier im Falle der SX8200 Pro nicht nur SLC-Cache, sondern auch einen DRAM-Buffer, wie es sich für eine gute, brauchbare SSD gehört. In der Hinsicht werden wir auch nicht enttäuscht. Als DRAM-Buffer konnte ich 2 Stück 512 MB DDR3L aus dem Hause Samsung ausfindig machen, also insgesamt 1 GB DRAM-Cache. Offensichtlich ist die Rede von 4x 256 GB TLC NAND-Flash-Speicher mit ADATA Branding. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Im Vergleich zur derzeit eher schwer lieferbaren SX8100 fällt die TBW-Angabe, also mit wie viel Daten die SSD beschrieben werden kann, bei der SX8200 Pro wesentlich höher aus. Auch die random 4K-Werte unterscheiden sich stark. Bevor ich nun über die Mogel-Thematik bzw. nicht nur ADATAs kleinen Skandal spreche, hier erstmal die Testergebnisse, damit ihr euch erstmal leistungstechnisch ein besseres Bild machen könnt.
Also eines dürfte klar sein, die SX 8200 Pro zischt schon mal ordentlich davon. Mit ein paar kleinen Rückschlägen katapultiert sich diese flotte SSD je nach Anwendung und Testmethodik schnell mal an die Spitze. In ausgewählten Szenarien wie Crystal Disk Mark zum Beispiel konnte ich die von ADATA versprochenen Maximalwerte sogar überschreiten, insbesondere was die Schreibgeschwindigkeit anbelangt. Auch bei Kopiervorgängen und Windows sowie Ladezeiten in Spielen macht die SX 8200 Pro eine super Figur, wobei jetzt die Ladezeiten in Spielen beispielsweise kaum spürbar kürzer sind als selbst mit richtig schnellen SATA 6 Gigabit pro Sekunde SSDs, was uns aber vorher schon längst klar war. Nichtsdestotrotz macht sich die Extrageschwindigkeit besonders bei random 4K Lese- und Schreibvorgängen stark bemerkbar, wofür ich derzeit noch kein Diagramm für euch parat habe. Künftig werde ich wohl auch diese Werte in die Diagramme mit aufnehmen. Nun aber zum heiklen Thema, womit ich mich wohl bei ADATA etwas unbeliebt machen werde. Worum geht's also genau? Zuerst wird die SSD auf den Markt gebracht, bekommt positive Rezensionen und nach einer Weile werden dann gewisse Bauteile mit günstigeren ausgetauscht. Das alles hinter unseren Rücken, ohne dass wir Kunden vorher darüber aufgeklärt wurden. Für diese Aussagen gibt es mittlerweile handfeste Beweise und leider ist ADATA nicht der einzige Hersteller, der auf solche Machenschaften zurückgegriffen hat oder vielleicht noch immer zurückgreift. Doch warum entschließen sich ADATA und auch manch andere SSD-Marken dazu, insgeheim bestimmte Bauteile durch andere zu ersetzen? Hier ist meine Vermutung: Verfügbarkeit. Es dürfte weniger überraschen, dass wir immer häufiger mit Liefer- und Produktionsengpässen zu kämpfen haben. Herstellern geht es genauso und man will als Unternehmen vorankommen, ausreichend Ware dem Kunden bieten, damit nicht zur Konkurrenz gegriffen wird. Ein Weg, die Ware beispielsweise ständig in ausreichenden Stückzahlen verkaufen zu können, ist es, auf etwas abweichende Komponenten auszuweichen, eventuell sogar welche anderer Hersteller, die in der Theorie zumindest sehr ähnliche technische Daten aufweisen. Theorie und Praxis stimmen aber leider nicht immer überein und so kann es dazu kommen, dass einige Käufer eine super gute Variante unter demselben Modellnamen erhalten, andere wiederum eine etwas lahmere, schlechtere. Während ich es also nicht unbedingt gutheiße, mittendrin als Hersteller einfach essentielle Bauteile auszutauschen, habe ich durchaus Verständnis dafür, solange wir Kunden darüber vor dem Kauf in Kenntnis gesetzt werden und solange es keine wesentlichen, spürbaren Abweichungen in Sachen Leistung, Geschwindigkeit und Ausdauer gibt. Ihr seht also, es ist teilweise etwas Vorsicht geboten. Es könnte durchaus Abweichungen bei den Bauteilen geben. Leider nicht nur bei ADATA, sondern auch bestimmten anderen renommierten Herstellern. Namen will ich an der Stelle jetzt keine nennen, da ich keine handfesten Daten dafür parat liegen habe. An sich finde ich das, wie gesagt, nicht so schlimm. Man müsste als Hersteller jedoch transparent und ehrlich dem Kunden gegenüber sein, was natürlich manchen etwas schwerfällt. Ansonsten kann ich über mein Exemplar der ADATA XPG SX 8200 Pro nur gute Worte verlieren. Sie zählt zu einer der besten, schnellsten und wohl in der Theorie haltbarsten NVMe-SSDs in meinem Besitz. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.